So, meine lieben Zwillingsfreunde, heute möchte ich euch mal was anderes vorstellen, und zwar von wir ASP, eine Zwille. Das ist auch meine heute erste selbstgebundene. Die Zwille habe ich von zwillunken.de, Schleudershop. Ja. Wie gesagt, ist mir eine erste selbstgebundene. Nur, ich bin nicht ganz vernünftig aus, finde ich. Gibt Schlimmeres. Ja, gut. Ist doch gleich mein erster Test. Kommt noch nicht geschossen mit ihr. Wird mal sehen, was dabei rumkommt. Bis gleich dann. Ja, hallo meine lieben Zwillingsfreunde. Sie hat durchgehalten. Die Bänder sind noch dran. Ja, und ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Teil. Ich sag mal, so weit will ich als Anfänger sagen. Wie gesagt, man muss sich drauf einfuchsen, also bei der anderen, mit der Visierung, die ich letzte Mal euch gezeigt hatte. Ja, war einfacher, fand ich, reinzukommen, wenn man hier was gefunden hat. Ja, also man muss ein bisschen üben noch, und dann kommt man ganz klar mit ihr.
Das ist nun mal so, nehme ich nur an. Ja. Ja, also wie gesagt, mich hat ja das Fieber gegriffen hier. Jetzt Willenfieber. Ich habe mir noch eine zweite bestellt. Hiervon, via HSP, bei spelunken.de. Und ich hoffe ja, dass ich da wieder dann ein paar Nudeln kriege. Ja, aber bis ich Loic die treffe, ich habe heute, habe ich es halt vergessen, noch zu sagen, ich habe auf 7 Meter geschossen. Ein Kollege hatte zwar angeraten, ich soll mal auf 4 Meter gehen und dann langsam mich entfernen. Ja, ich konnte mal wieder nicht hören. Ja, das Ergebnis war so, sag ich mal. Ich wollte das Video nicht ewig in die Länge ziehen. Ich hatte mir erst so 3 bis 4 Fehlschüsse gehabt und dann mal wieder einen Treffer. Ja, ich habe eigentlich versucht, immer so denselben Punkt an der Wange zu nehmen. Und ja, mal hat es funktioniert, mal hat es nicht funktioniert. Aber wie gesagt, das macht dem Spaß. Und wie sagt man mal so schön, Übung macht den Meister. Gut, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich wünsche euch dennoch viel Spaß. Schönes Wochenende. Ciao, ciao.